Also wir sind dann hoch in den Westen gefahren. Und irgendwie sehr schnell immer hin und her. Und das war wunderbar. Also aus der Sicht der Zeit. Also einen Pass zu haben, mit dem man sozusagen diese unüberwindliche Mauer plötzlich relativ normal passieren konnte. Und ja, der Westen, also war für mich erstmal am Anfang auch sehr fremd. Ja, dieses Lebensgefühl da hatte so gar nichts mit dem Lebensgefühl in der DDR zu tun. Und ich hatte da keine Familie und fühlte mich also da sehr, sehr fremd. War sehr, sehr schön so. Also, wie soll ich sagen, lustig. Obwohl man ja dann nicht das Geld, um jetzt ungehindert den Westen genießen zu können. Man konnte nicht groß einkaufen, groß in Kneipen gehen oder irgendwie das lustige Leben genießen, weil man, das bisschen, was wir verdient haben, war sehr begrenzt. Aber trotzdem war es natürlich ein super Gefühl, darüber zu fahren. Ist das dann wieder so ein exotisches Land, in das man reinreisen konnte, und dann war es aber auch gut? Genau. Ja, so. Wie so eine, ja, exotische Welt ist, ja, exotisch nicht so, wie es sich anfühlt bei. Exotik würde ich jetzt verstehen, wenn man, sagen wir mal, nicht in die Südsee fährt oder nach Afrika oder so, ja. So nicht, aber eben so anders wie das Leben in der DDR. Und auch da wieder, ich glaube, es hätte mir auch nicht gefallen, in so einem Heim da zu landen und irgendwie. War wunderbar so, wie es dann war durch diese Möglichkeit eben. Aber Westen heißt immer Westdeutschland und nicht West-Berlin, ne? Doch, doch, Beides alles. auch. Ja. Westdeutschland, West-Berlin. Also, und da ich ja in Berlin wohnte, war ich also in den letzten Jahren der DDR praktisch, da habe ich West-Berlin, Ost-Berlin. Bin da fast täglich dann rübergefahren. Wie würden Sie das Gefühl von beiden Seiten der Mauer verschieden beschreiben? Weil Sie meinten, es wäre so ein anderes Gefühl gewesen. Naja, also auf der einen Seite eben diese Bunte im Westen, also dafür hat erstmal eine ganze Weile gebraucht. Diese Buntheit, diese anderen Gerüche, dieses Quirlige, was West-Berlin im Unterschied zu Ost-Berlin hatte, überhaupt auszuhalten, weil diese enormen dieser enorme Input, den ich bekommen habe, war mir am Anfang zu viel. Ich wollte ganz schnell wieder nach Ost-Berlin zurück. Das war so grau und vertraut. Und das andere hat mich überfordert, ja, diese vielen Eindrücke, mich ständig verhalten zu müssen und ständig überall die Verlockungen sozusagen zu haben. Das hat mich genervt auch, ja. Und da habe ich erstmal eine Weile gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Auf der anderen Seite war es aber so, wenn man wieder zurückkam in die DDR oder nach Ost-Berlin, erschien einem zunehmend die DDR wie ein Irrenhaus. Also diese Typen, die da an der Grenze standen, oh, ich dachte, Mensch, du musst einen Schritt machen, dann bist du auch im Westen. Warum machst du den nicht? Warum bleibst du da stehen? Du hast ja keine Mauer vor dir. Du bist ja praktisch. Brauchst bloß die Knarre wegzuschmeißen, bist du da. Also diese DDR-Realität wieder wahrzunehmen, die schien mir dann immer absurder. Das war wieder das andere. Es drehte sich. Und die Bundesrepublik wurde mir, wenn man so will, immer vertraut. Die DDR immer mehr entfremdet da, ja. Aber das dauerte eben.